mal wieder a movie from Me and Odor. Und zwar Frosch Teil 2. So. Gehen wir jetzt mal rüber. Das war ja in der Nähe vom Baum. Warte, ich sehe nichts. Und da gucken wir mal. Wollen wir jetzt mal nach, gucken, nach dem Frosch gucken? Ja. So, haben wir ja dir versprochen. Also müssen wir es anmachen. So. Ja, wir müssen ein bisschen Verkehr warten. Hier drei Autos. Und dann zacki, zacki. Los, Abi. So. Ich würde sagen, wir waren hier drüben. Hier, genau hier, die Ecke war es. Na klar, hier hat man doch gestanden, hier hat man doch reingeschmissen. So, da müssen wir mal gucken jetzt. Müssen wir mal gucken, ob der hier drinnen lebt oder ob der weitergehoppelt ist, weil es hier so dreckig ist. Guck mal. Möchtest du hier leben? Ja. Eigentlich nicht, ne? Ich denke mal, der wird weitergehoppelt sein. Komm, wir gucken mal hier, hier ist nicht ganz so dreckig. So. Also ich würde sagen, wir sehen ihn nicht. Vielleicht schläft er auch noch oder ruht sich aus. Ja, hier tauchen keine Hunde. Ich glaube nicht, dass hier Hunde reinspringen. Es sieht schon ein bisschen aus. Also es ist so, dass das Feld eigentlich abgerodet worden ist. Aber innerhalb von ein paar Tagen ist es wieder zugewachsen. Man sieht sie da hinten noch. Also ich würde sagen, wir gucken die... Heute hat er keine Zeit für uns. Aber die geht bestimmt gut. Und ob sie in der Plastiktüte besser gegangen wäre, ja, das möchte ich bezweifeln. Es sei denn, der kam ja zu mir gehoppelt, der hat sich vielleicht angeboten. Ess mich. Nee, ne? Der ist mal nicht frisch. Nee, ne? Ich hab Tiere gern. Okay, also, bis später. So, wir haben den Ginger gerettet. Da jetzt geht er, rennt er weg. Aber wir haben ja noch gesehen, ne? Da ist er noch. Den haben wir gerade gerettet. Ne? Und zwar ist der aus Versehen in dem Eimer gewesen. Und zwar zeige ich euch gleich mal. Nimm mal raus die zwei. Ja, nimm mal raus. Nimm den Eimer raus. Passiert ja nicht. So, und zwar, ja, kannst du so lassen. Okay. Und zwar hier. Sehen wir diesen Tausendfüßler, der mächtig wehtut. Und die zwei hatten sich wohl irgendwie in der Wolle. Also haben wir den Eimer so dran gehalten und der Ginger konnte raus. So hätte er es nicht geschafft. So. Also da haben wir zwar den Frosch nicht gefunden, nicht reinfassen. Otto, wenn dieser Tausendfüßler dich beißt, das tut ganz, ganz doll weh. Da kriegst du so einen großen Klatsch, das wird blitzeblau. Ja. Du kannst hier nicht alle Tiere anfassen, das geht nicht. Nee, du musst ja immer Oma vorher fragen. Also am besten nur Oma fragen, weil Papa hat ja keine Ahnung. So, alles klar? Bist jetzt traurig? Bist du traurig? Da geht's nicht darum, Junge! Also, ich würde sagen, es kommt Werbung! Es ist wieder, es ist Mittagszeit und du schläfst, wir haben ja Wochenende. Und ich kriege ja immer mal vermehrte Anfragen zwecks Lola. Wo ist sie denn?
Na, wo ist sie denn? Na, wo ist sie, die Gute? Na? Ja, so eine Gute, so eine Gute. So eine Gute. Also, ihr sitzt da, geht super. Im Schnitt ist es ja so, die... geht frühs alleine raus. Und dann sind wir ja da. Manchmal nehmen wir sie mit frühs, wenn... wenn wir, ja, ist ja gut, wenn wir auf den Markt fahren, aber da kann ich sie nicht lange mitnehmen, weil da sind mehrere Hunde und ja, da gibt es immer Theater, das geht nicht. So, ja, ansonsten, ihr seht ja, hier geht's wunderbar. Alles. Ja. Ich glaube, die will schlafen. Hä? Oder will sie raus? Also, die hat ja hier draußen. Ihr seht sie ja. Und da geht sie im Schnitt jeden früh raus und. Er pinkelt Kack da hinten. Also, wo nur grün ist, wo es ja keinen stört. Und ja, ansonsten ist er manchmal ja ein bisschen alleine, aber es ist so, es war bisher sehr schwierig, weil die Thais, also ein Hund, braucht einen gesicherten Schlafplatz. Das ist sein Platz und da darf er kein anderer drauf. So, wenn wir jetzt natürlich weggehen und der Schlafplatz ist gerade zugestellt, weil sie wieder irgendwas hingestellt haben, dann hat er natürlich Langeweile und zerrumpelt drinnen alles. So. Jetzt habe ich den Thais das richtig erklärt, dass der da, genau da, muss da immer seinen Platz haben. Weil im Prinzip ist so, also der schläft nachts bei mir im Zimmer. Allerdings, wenn ich gehe und der ist bei mir im Zimmer, dann geht er auf mein Bett und meistens, wenn ich komme, hört er das, freut sich und pinkelt ein. Ja, das ist natürlich auch nicht schön für uns, deswegen machen wir es jetzt so. Die Oma macht ihr Zimmer zu, ich mache mein Zimmer zu und dann schläft er hier. Aber hier ist ja gleich ein Bett hier drüben. Wo ist es? Also hier ist gleich ein Bett da und vor dem Bett schläft er dann. So. Ja. Ihr seht's, Hundi geht's gut und alles schön. So, ansonsten noch, ja. Es wird jetzt, dieser Kanal, der läuft ja weiter, aber es ist so, dass ich ja jetzt noch einen aufgemacht habe und die Zusatzmovie abends, also da muss ich jetzt ganz schön rotieren. Es ist natürlich so, dass ich zwei Telefone habe, also Samsung und iPhone, und da die Bilder herzlich schicken, ist, irgendwie kriege ich das nicht hin, ich mache es jetzt über Google Fotos, allerdings brauche ich da Wi-Fi. Ja, jetzt ist es natürlich so, dass man hier ja Wi-Fi hatte, aber die Familie hatte kein Geld, die konnte jetzt nicht weiter bezahlen. Und jetzt hatte ich halt überlegt, ob ich vielleicht hier Wi-Fi mache. Allerdings ist es so, ja, ich würde sagen, das machen wir nach dem Witz des Tages. Ja, was hat er denn? Freut er sich. Tabakadama, Mensch, Schwanz. Alle Menschen sind intelligent. Die Ausnahme hat die Regel. You not understand this joke? Huh? My belay. Ich fand ihn gut. So, jetzt ist es natürlich so, jetzt habe ich überlegt, ob ich hier Wi-Fi nehme. Aber jetzt weiß ich, dass das Wi-Fi, also wenn ich der Oma das einrichte, dann gibt sie garantiert den da drüben auch Wi-Fi, dann habe ich es ja bezahlt. Also haben wir jetzt einen neuen Trick. Und zwar, unser Marktstand ist ja bei 7-Eleven.
Und ja, meine Frau hat da jetzt ein Telefon gekauft für 1000 Baht und da haben sie uns das Codewort gegeben für Wi-Fi. Also das heißt, ich muss auf den Markt, ich sitze da, es dauert im Schnitt 1-2 Stunden. Also jetzt am Anfang hat es natürlich 4-5 Stunden gedauert, weil es waren ja 12 Movies, die ich gemacht habe und hochschicken musste. Also im Prinzip mache ich so, ich nehme hier auf, tue es auf dem iPad zusammenschneiden, tue die Movies für mich auf dieses Telefon draufladen und die Movies für den neuen Kanal auf theoretisch auf der Samsung. So, also habe ich immer abends ein bisschen zu tun. Wie ich es in der Pattaya mache, weiß ich noch nicht. Da muss ich mir noch einen Plan einfallen lassen. Da werde ich dann wahrscheinlich immer in die Sauna gehen, aber werden wir mal sehen, ob man nicht vielleicht doch in Pattaya Internet nehmen. Mal sehen, wie teuer das ist. So, ja, ansonsten haben wir das gut geregelt. Hauptsache die anderen kriegen nichts. Das wäre ja dann absoluter Quatsch, wenn ich ja Wi-Fi kaufe und die Familie benutzt es nachher. Und ich kann, also ganz ehrlich, in so einer Beziehung kann ich der Oma nicht trauen. Und meiner Frau genauso wenig trauen. In einem guten Moment, wenn die sich wieder verstehen und alles ist wieder hehehe, und dann wird das rübergegeben. Also, und dann bin ich wieder der Dumme war lang. Und das wollen wir nicht und Geld sparen wollen wir auch. Also lass mal so, wie es ist. Wie gesagt, ich habe jetzt Wi-Fi und kann alle Bilder hochladen. Ansonsten, ja. Und ihr? Ah. Ma, Manni. Manni. Da will nicht, ihr seht es gerade, da lass mal liegen. Es ist auch so, ich habe jetzt mit dem Hund Thai gesprochen. Und zwar ist es so, die Thais sprechen ja nicht mit ihren Hunden. Und jetzt ist es mir am Anfang in Pattaya passiert, dass ich mit Lola Deutsch gesprochen habe. Und manchmal haben die Thais sich so ganz komisch rumgedreht und waren richtig erbost. Also es gab auch schon kurz so ungefähr, ja, was hast du gesagt, was willst du von mir? Und dabei habe ich gesagt, ich spreche ja mit dem Hund. So, weil die Thais natürlich nicht mit Hunden sprechen, habe ich mir dann angewöhnt, mit dem Hund Thai zu sprechen. Weil dann verstehen die, wenn ich sage, komm her. Und dann, die wissen ja nicht, wenn ich sage zu Lola, komm her, Platz, Sitz. Die wissen das nicht. Deswegen sage ich dann, wenn ich mit Lola zum Beispiel über die Straße gehe, dann gehen wir ja ein bisschen vor, dann sage ich lang, da sitzt er und dann sage ich bei. Und da weiß jeder Thai, was los ist. So, also, er wundert euch nicht, wenn ich mit dem Hund Thai spreche. Er ist auch nicht so intelligent, er weiß nur, dass diese Wortbetonung heißt, jetzt muss ich sitzen und dann muss ich los. Also, ich würde sagen, bleibt mir ja gesund, bleibt mir ja treu, juckt zahlreich, Abo nicht vergesse, neuen Kanal nicht vergesse, ansonsten, ja, werdet alle glücklich, bye bye.